Um einen großen deutschen Rapper zu zitieren, this is finish, but not the end. Aber wahrscheinlich wird es doch the end sein. Ja, mal schauen. Wir spielen immer noch 50 Cent Blood on the Sand und das ist vermutlich das Finale. Ich drück A. Können es gar nicht abwarten. Ein Gedicht, bitte. Ah ne, er guckt nur durchs Fernglas. Schade. Er sah gerade so aus, als würde er... Achso. Oh, wer war das denn? Das Gedicht kommt ja dann erst, wenn er den Schädel in der Hand hat. Ah, stimmt. So Hamlet-Style. Sein oder nicht sein, Bitch. Er sagt vielleicht nicht to be, sondern to G or not to be. Bitch. Oh yeah. We're back in the driver's seat, Bitch. Wem sagt er denn das? Wahrscheinlich seinem Kollegen da. Ah, tieffliegende Hubschrauber. Oh oh, wir verlieren Sprit. Steht da. Wir müssen die einholen, bevor der Sprit leer ist. Bin mir ziemlich sicher, dass bei einem Hammer du nicht mal in den Tank getroffen werden musst, dass er so schnell leer ist. Ich glaube, das macht das Auto ganz allein. Wow. Das finde ich aber ganz nett, dass jetzt hier nochmal so eine kleine, wenn auch primitive Autofahrszene kommt. Treibstoff bei 75%. Habe ich denn irgendwie einen Turbo-Boost oder sowas? Kipp alles, Kid. Nee. Michael, Halsmaul. Nee, Kid, Halsmaul. Na, da vorne ist die Stadt und die Zeit läuft. Der Hubschrauber fliegt übrigens sehr interessant, hast du es gesehen? Ja. Zuckel, zuckel, zuckel. Ins Elendsviertel jagen, ja. Das, weil das jetzt hier das Reichenviertel ist, oder was? Das sah schon ganz schön, wow, pompös aus. Das Elendsviertel darf nicht mal Teil der Stadt sein, da liegen die noch irgendwie einen halben Canyon dazwischen. Ist das hier gerade Tatooine? Fühlt sich ein bisschen so an. Sieht aus wie so eine Strecke aus Podracer. Stimmt. Hatten wir letztens bei Alarm für Cobra 11 sind wir irgendwie auf Podracer gekommen. Nee, nicht auf Podracer. Wir sind auf Pod gekommen. Ach, auf Pod. Planet of Death. Das mochte ich auch ganz gern. Das habe ich glaube nie dieselbe so mit dem Demo gespielt damals. Damals gab es ja immer noch so viele Demos. Ja. Oh, nö. Ja, jetzt ist glaube ich alles vorbei. Und beschossen werden wir auch noch. Um Himmels Willen. Das nervt ein bisschen mit dem, wie soll ich denn verhindern, dass ich beschossen werde? Also wie... Achso, jetzt regeneriere ich mich wieder. Okay. Der Tank ist fast leer, oh Gott. Ich muss da rankommen, noch auf die 100 Meter. Jetzt hast du fast. Tank ist aber auch fast leer, oh Gott, das wird ein Fotofinish. 5%! I see the fucker. Alles jetzt geschafft oder nicht geschafft? Ja. Das war geschafft. Cool. Cool. Fifty. I'm sorry, honey. Wait. I didn't mean. Pass auf, er nimmt sie mit. Er nimmt sie nochmal mit. Komm. Ach, guck mal, jetzt ist die ganze G-Unit da. You can't just leave me here. Ugly bitch, is it? Let's go home. You got a skull, bitch. Come back here. I'll stand. Come and face me like a man. I'll see you.
Was für ein, ja, Fotofinish. Unglaublicher Blödsinn. Irre. Und wir müssen aufhören, jetzt kommt der laute Song. Ja. Da müssen wir rüberreden, damit die Geber uns nicht erkennt. Ja, das ist Tarnung. Da müssen wir halt einfach den Disguise auch von dem Video runterregeln an der Stelle. Das können wir einfach auch so machen. Dann müssen wir es nicht die ganze Zeit. Stimmt, gerade. Genau, wir könnten den Ton wegmachen. Geil. Ah, super. Ja, Fritz, ich bin sehr dankbar, dass du mich eingeladen hast, dieses Juwel, nein, diesen Diamanten, möchte ich sagen. Der immer nur das Beste mit mir. Erst Vanquish, ja. Dann 50 Cent. Ich fand das aber jetzt echt witzig. Ich fand's auch lustig. Das ist halt wirklich so Quatsch, aber es spielt sich flott durch, es knallt und pengt überall und geht vorwärts. Und man lernt eine Menge. Ja, also wir sind auf jeden Fall schlauer. Wir haben es an einem Stück durchgespielt. Wie unglaublich ist das denn? Ja, Wahnsinn. Bettes Spiel an einem Abend. Irre. Nur mit einer kurzen McDonalds-Pause. Stimmt ja gar nicht. Stimmt. Wir waren beim Konkurrenzunternehmen. Bei dem anderen. Ja. Bei dem anderen mit den Vögeln. Ja. We got our skull, bitches. Mission erfüllt. Ich finde es ein bisschen schade, dass 50 Cent ja, glaube ich, nicht mehr so in solchen Sachen drinsteckt, weil er jetzt Schauspieler wird. Ich hätte Lust auf 50 Cent. Keine Ahnung. Diamonds. Tralala, irgendwie was. Was wäre denn Bulletproof, Blood on the Sand? Was wäre das nächste? Das nächste? Diamonds on a Skull oder so. Ja, das hatten wir ja gerade. Oh nee, warte mal. Eigentlich müsste es ja irgendwas sein, irgendwas mit Eis. Weil Eis sagt man auch zu Diamanten und zu Drogen und stimmt. So. Also irgendwas mit Eis. 50 Cent Ice Cold oder so. Ja. Und dann irgendwie ist er vorne auf dem Cover in so einer dicken Gangsterjacke mit so einem Pelzkragen. Stimmt, die sind ja auch. Die werden ja auch gerne getragen. Und dann hat er so ein fettes, zwei fette Sturmgewehre in der Hand. Cool. Und knallt irgendwie alle auf den Nordpol kaputt. Ja, also der muss auch schon ein bisschen Humor haben, oder? Ich meine, so blöd wird der nicht sein. Er wird schon wissen, mit was für Image er da spielt. Ich glaube, das, ich hoffe es zumindest. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Jetzt hat er übrigens gar nicht aufgepasst. Hat 50 Cent denn seine Kappe auf 12 Uhr oder ist die so leicht verdreht zur Seite? Die ist ziemlich gerade, glaube ich. Also wenn sie verdreht ist, ist sie nur ein ganz klein bisschen verdreht. Ich sehe bei vielen jungen Menschen eben, dass sie die immer so leicht verdreht, so auf drei, nenne ich drei, auch vielleicht auf 2 Uhr oder was stellen. Ja, aber die, Gott, können sie halt nicht richtig anziehen. Die haben auch keine Muskeln und lassen ihre Toten. Die haben auch nicht zwei Raketenwerfer auf dem Rücken, wie man es eigentlich macht. Also. Und drei Granaten vorne dran. Nee, am schlimmsten sind die ihre Basecap so ganz leicht auf den Kopf drauflegen. Ja. Das beleidige ich wahrscheinlich irgendjemanden, aber tschüss. Muss man mal auf den Punkt bringen. Ja. Tschüss. Aber tschüss ist ein gutes Stichwort, oder? Kommt da noch was? Ich weiß nicht, ob noch was kommt. Ich weiß, keine Ahnung. Es könnte sein, dass jetzt eine total geile Epilog kommt. Stimmt, wo sie sich alle nochmal vertragen. Oder wo er dann doch vor der UNO spricht und sich für die Frauenrechte einen stark macht. Nee, das kommt noch diese Bollywood-Tanznummer kommt noch. Mit allen Leuten, die erschossen worden sind. Die tanzen dann mit. She got my skull, bitch. Guck mal, auf der Gürtelschnalle steht auf 50 drauf. Dass er immer weiß, dass das seine ist. Das ist ja krass. Also er denkt ja auch mit. Ist nicht so, ja, klar. Ich denke mal, in der G-Unit werden die wahrscheinlich alle vor ihm halt dann so 49, 48, damit die, wenn sie in der Reihe aufstellen sollen, damit es schneller geht. Guckt jeder mal kurz. Ah, okay, ja. Nee, hier. Tom, du gehst dahin und Jerry, du da hinten. Ihr habt doch das jeden Morgen. Jeden Morgen, der Quatsch. Ich habe gerade eben noch gelesen, dass es auf der Wikipedia-Seite von 50 Cent gibt es Romane darüber, mit wem 50 Cent alles Streit hat. Oh, ja, mit cool. Total vielen Rappern Streit und total vielen Labels Streit. Und es geht immer irgendwie darum, dass ihm irgendjemand vorwirft, weniger erfolgreich als irgendjemand zu sein. Und dann sagt 50 Cent so, nee, bin viel erfolgreicher als die alle. Und dann bricht er den Kontakt ab und sagt so Gemeinheiten über die. Also da stand jetzt gar nicht so viel drüber, ob er halt auch auf andere Leute schießt. Also ich glaube, er ist da zumindest nie bei überzeugt. Er ist immer damit beschäftigt, selbst auf sich beschossen zu werden. Genau. Also das ist, ich weiß nicht. Irgendwie ist er schon ein lustiger Typ. Da kommen übrigens Typ. Die ganzen Lieder, die ihr nicht gehört habt. Alle performt bei 50 Cent. Aber guck mal, written sind sie dann bei Curtis Jackson, ne?
Aha. Das ist ja geil. Also dann da hat er gespaltene Persönlichkeit offensichtlich. Dann ist 50 Cent. Was ist, wenn die sich beide mal streiten? Wenn 50 sagt, nee, boah, den Text, Spiel, den lese ich nicht. 50 Cent versus Curtis Jackson. Hammer. Es gibt ja leider, glaube ich, keinen Multiplayer-Modus. Also es gibt einen Co-op. I got holes in the club. In I still kill. Es sind ja so If kill. I can't. Wahnsinn. Kann man die als Text lesen? If I can't, it's okay. Last chance. Life's on the line. Like a dog. Das passt doch, das ist doch fast wie ein Dialog. Ja. Mike. If I can't, I can kill. Moving on up. Much too much, my gun go off. Night like this. Paper chase. I don't know what you heard about. Pimp kennen wir auch, oder? Das ist ja. Das war mal auf fucking PIMP. Das wäre eben gekommen. Das ist ja ein total. Das sind ja 5 Alben, die in dem Spiel drin sind. Das ist ja der Hammer. Ja. Das hat er einfach mal so reingeschmissen. Das ist Fiddy. Wangster. Watch your back. Watch your back. Das war das, oder? Ja, watch your back. What Show me what you're working for. So, jetzt erfahren wir, ob noch eine Sequenz kommt oder ob ihr völlig zu Recht vor ungefähr 5 Minuten ausgestiegen seid. Ah, das ist von THQ, das wusste ich gar nicht. Ja, siehst du, wir haben überhaupt nichts über die Entwickler und ich hätte sogar noch was gewusst über die Entwickler und über wie das alles so entstanden ist erzählt. Es tut mir leid, aber guckt einfach ins Internet, da steht es auch drin. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Titan-realen Let's Play auf GameTube. Ich nehme an, es gibt keine Shooter mehr von ehemaligen Hip-Hop-Stars, oder? Naja. Da wird die Auswahl etwas dünn, aber wir suchen uns was. Wir suchen uns was Ebenbürtiges. Ja. Eigentlich müssten wir jetzt Riddick spielen, das würde zumindest so vom Bekanntheitsgrad und bekannte Figur drin hinkommen. Aber Riddick ist am Ende des Tages ein gutes Spiel. Ja. Und ich glaube, schwierig zu Let's Playen. Ja. Ein bisschen. Ja, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen würdet. Wir würden uns sehr freuen, wenn euch das hier gefallen hat, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Dazu gibt es oben einen Knopf. Ihr könnt Daumen es sei denn, ihr setzt Basecaps nicht richtig auf. Genau, also dann, wenn ihr die Aufkleber nicht von der Basecap abmacht, dann seid ihr halt sowas von unten durch und nicht Abo-würdig. Dann dürft ihr gar nicht in unsere G-Unit rein. Ansonsten seid ihr aufgenommen. Herzlich willkommen und... Oh, was jetzt? Ah ne, jetzt kommt nochmal ein Trailer. Ach so, na gut. Ja, dann... Das haben wir ja gerade alles gesehen. Genau, das brauchen wir nicht nochmal sehen. Bis zum nächsten Let's Play. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal, genau. Ciao. Tschüss.